Solarentreibstoffe sind Treibstoffe, die man aus Licht und Luft macht. Und was jetzt passiert ist, was neu ist, ist, dass die Kollegen an der ETH gezeigt haben, dass es tatsächlich funktioniert, und zwar unter realen Umweltbedingungen diese Solarentreibstoffe herzustellen. Und das könnte ein sehr wichtiger Meilenstein sein hin zu CO2-neutralem Fliegen. Dort gibt es sehr wenige andere Alternativen, und hier konnte man diese flüssigen Treibstoffe, die chemisch identisch sind mit den fossilen Treibstoffen, die wir heute benutzen, aber eben CO2-neutral einsetzen. Ein großer Vorteil ist, dass Solarkerosin tatsächlich komplett CO2-neutral sein kann und dass es mehr oder weniger beliebig skalierbar ist nach oben. Das Potenzial von Biomasse, von nachhaltiger Biomasse, ist relativ begrenzt, und es gibt auch viele verschiedene Nutzungszwecke für diese Rohstoffe. Für Solarkerosin nehmen wir einfach das CO2 direkt aus der Atmosphäre. Wir können das auf Brachland, auf Wüstenflächen bauen, wo das Potenzial mehr oder weniger unbegrenzt ist. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Das heißt, Solarkerosin ist mehr oder weniger beliebig skalierbar, wohingegen die Biotreibstoffe das eher nicht sind. Selbstverständlich brauchen wir auch weiterhin Forschung. Wir müssen diese neue Technologie weiterhin erforschen, um sie zu verbessern, um zu sehen, wie funktioniert sie auch in einer viel größeren Skala, als wie es jetzt schon probiert wurde. Aber genau wie bei anderen erneuerbaren Energien, bei Photovoltaik oder bei Windkraft zum Beispiel, werden die großen Kostensenkungen nicht im Labor passieren, sondern im Markt. Und das ist genau, was hier auch passieren muss. Diese Technologie muss schrittweise in den Markt geführt werden, damit Lerneffekte sich bilden können und dass diese Technologie einfach von den Marktkräften getrieben verbessert werden können. Deshalb schlagen wir vor, eine Quote einzuführen, eine sehr tiefe Quote. Wir sagen 0,1% von dem Kerosin, was in der Europäischen Union verbraucht wird, könnte aus dieser Solarkerosin-Technologie kommen. Es ist eine sehr tiefe Quote, weil die spezifischen Kosten, also die Kosten pro Liter Solarkerosin, sind natürlich relativ hoch im Moment, da es sich um eine unreife Technologie handelt. Aber dadurch, dass die Quote sehr klein ist, wird sich der Aufschlag auf den Preis, auf den Ticketpreis, durchaus in Grenzen halten. Und gleichzeitig schaffen wir durch so eine Quote einen sicheren Abnahmemarkt für dieses Solarkerosin, sodass die Investitionen vereinfacht werden und es tatsächlich attraktiv wird, die allererste Anlage für Solarkerosin in Europa zu bauen. Diese Quote wird dann über Zeit erhöht, sodass sie den Bau von erst einer, dann zwei und dann vielen Produktionsanlagen auslöst. Durch diese Politik wird die Technologie wachsen und die Kosten sinken, bis Solarkerosin irgendwann den Marktdurchbruch von alleine schafft. Solarkerosin kann Fliegen CO2-neutral machen, aber nicht unbedingt völlig klimaneutral, denn die Klimawirkung von Fliegen kommt nicht nur von den CO2-Emissionen, sondern auch von anderen Effekten, insbesondere von den Kondensstreifen. Und diese Kondensstreifen bilden sich um Rußpartikel, die aus den Triebwerken herauskommen. Dadurch, dass Solarkerosin chemisch reiner ist als fossiles Kerosin, insbesondere hat es keine aromatischen Verbindungen, das ist also wirklich nur Kerosin dann drin, verringern sich die Rußemissionen ziemlich stark. Und erste Studien legen nahe, dass es das sich um vielleicht 90% weniger Rußpartikel bilden könnte, sodass man davon ausgehen kann, wobei wir es noch nicht ganz sicher wissen, dass solares Kerosin auch diesen Klimaeffekt deutlich verringern wird. Das bedeutet, Solarkerosin ist ein großer, sehr wichtiger Schritt hin zu klimaneutralen Fliegen. Es wird möglicherweise nicht das gesamte Problem lösen, aber es wird einen Großteil des Problems lösen. Und somit wird auch das Problem, was wir durch Ausgleichsmechanismen verschiedener Art lösen müssten, deutlich kleiner.